Also, Frühstück war richtig gut. Hab allerdings irgendwie, frag mich nicht warum, aber ich habe gehofft, dass ich ein bisschen mehr essen kann. Hab jetzt hab ein Brötchen gegessen und ein halbes Croissant nochmal gegessen. Aber sollte eigentlich ein bisschen mehr sein. Ich weiß, Klagen auf hohem Niveau. Aber jetzt werde ich ein paar neue Rezepte raussuchen, um das mit dem veganen Essen auch die nächste Woche irgendwie ein bisschen besser durchzuziehen. Die nächste Woche doch, heute ist Freitag und nächste Woche ist viel los. Habe ich Chemotherapie, habe ich Antikörpertherapie, habe ich einen Termin bei meiner ganzheitlichen Medizinerin, Ärztin. Ich habe gerade die zweite Chemotherapie genommen, die ich dann immer noch zu Hause bekomme, da bin ich immer ein bisschen, ihr wisst ja, ich merke es auch gerade, ich bin einfach nur die Treppen hochgelaufen, schon ein bisschen außer Atem. Aber egal, keine Pause machen, gleich weitermachen, danach können wir dann irgendwie schlafen. Wenn Mutti dann einkaufen gegangen ist und ich mit dem Hund draußen war, dann können wir eine Runde schlafen. So, Videos geschnitten und online. Und jetzt habe ich noch, also für unsere Sammlung, ja, habe ich noch ein paar Rezepte rausgesucht. Tada! Und jetzt versuche ich mal mit Mutti irgendwie zu klären, was wir heute essen wollen. Weil wir haben schon einen super geilen Salat gefunden, so einen Weißkohlsalat, den machen wir auf jeden Fall. Und jetzt muss ich nur gucken, irgendwie wegen Mittagessen, was wir da machen. Aber ich habe hier was gefunden, was sich zum Beispiel super geil anhört, gut zu hören. Kartoffeln und Blumenkohl aus dem Ofen mit Bärlauchpesto. Klingt schon mal sehr geil. Veganes Pilzragout mit Brokkoli. Hirsesalat mit Spinat und Erbsen. Kartoffel-Spinat-Püree mit Kichererbsen. Und natürlich noch so einiges weiteres, aber ich möchte jetzt natürlich nicht zu viel teasern. Sonst bleiben wir auf Nahrhaft immer nur irgendwie 50, 100 Leute. Ich habe keine Ahnung, wie viele Leute wir jetzt auf Nahrhaft sind, aber ich glaube so 100 Leute oder so. Da ich das ja mit der veganen Ernährung irgendwie weiter durchziehen möchte. Also, versteht mich nicht falsch. Ihr habt ja vorhin gesehen, beim Frühstück habe ich jetzt auch irgendwie mal was mit Käse und mein Ei gegessen und sowas. Also, nicht jetzt so von wegen, meine Ernährung besteht da nur noch draus. Also, ich gönne mir auch schon Sachen, worauf ich irgendwie richtig Bock habe. Wie manchmal zum Beispiel ein gutes Frühstücksei oder sowas. Aber darüber reden wir jetzt nicht die ganze Zeit. Sondern nur damit ihr wisst, in welche Richtung das so geht. Aber ich bin kein Mensch, der irgendwie auf alles überhaupt verzichtet so. Und nur in eine Richtung dann geht. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel mal mit Grubi irgendwo unterwegs bin und wir unbedingt ein Schnitzel essen gehen wollen, dann würde ich auch ein Schnitzel essen. Also so ist jetzt nicht, aber ich versuche das so mehr oder weniger, hupsala, sorry, in diese vegane Richtung zu drängen, aber jetzt auch nicht speziell aus dem Grund, weil es halt vegan ist, sondern weil das für mich im Moment die gesündeste Form der Ernährung ist. Also auch nicht zum Beispiel vegan alle Produkte, alle Rezepte, die man so machen kann, sondern eher proteinreiche vegane Rezepte. Boah, das habe ich, glaube ich, jetzt mal gut formuliert. So, und jetzt gehe ich den Tagesablauf mit Mutti ein bisschen klären. Und natürlich, was wir futtern wollen. Na, liegst du schon bereit? Mittagessen besprechen? Ja? Bist du bereit, den restlichen Tag mal durchzugehen? Okay. Problem Nummer 1. Zusammen einkaufen, zusammen mit dem Hund Gassi gehen. Gelöst. Also, ich habe mir jetzt mal überlegt, weil ich ja so viele Rezepte irgendwie schon so rausgesucht hatte und die sonst immer auf dem PC irgendwie kleben bleiben. Ach ja. Warte mal. Ich schiebe die Kamera noch richtig hin. So, und zwar habe ich jetzt einfach mal die mir wirklich gefallen haben, habe ich einfach mal ausgedruckt. Und jetzt machen wir das einfach so, dass wir uns dann hier aus dem Stapel oder aus den Büchern, die kippe ich dann am PC ab, dann drucken wir die aus und dann gehen wir einfach die Dinger durch, worauf wir richtig Bock haben, irgendwie heute und morgen können wir sowieso nochmal einkaufen gehen, morgen ist Samstag und dann können wir morgen nochmal neu entscheiden, je nachdem, worauf wir denn gerade Bock haben.
Und ich lese dir jetzt so lange vor, bis du, also weil den Salat haben wir ja schon vor uns rauskristallisiert für heute. Und deswegen dachte ich mir, ich lese die jetzt einfach vor und wenn dir irgendwas gefällt, bei mir gefallen die alle, dann sagst du einfach Stopp und dann ist es das, was wir machen, ja? Okay. So, auch da haben wir uns jetzt geeinigt und zwar bereiten wir schon was für morgen vor, wollten wir eh schon die ganze Zeit irgendwie mehr mit einbeziehen. Und zwar wird es morgen eine Karotten-Ingwer-Suppe geben und die wird es gleich zum Frühstück geben. Weil die ganze Zeit immer nur Sojajoghurt oder irgendwelche Brötchen oder sowas, das langweilt einen dann auf Dauer auch. Und deswegen Karotten-Ingwer-Suppe, das klingt richtig gut. Aber heute werden wir essen, also zum einen abends diesen Weißkohlsalat, der hörte sich sehr geil an. Und jetzt zum Mittagessen machen wir uns Proteinpasta mit Pesto-Basilikum. Dazu kommt allerdings auch, dass diese Proteinpasta, also falls das jemand von euch noch nicht wusste, man kann wirklich Proteinpasta kaufen, die ist fürchterlich. Also als ich das letzte, vielleicht lag es auch in der Sorte, die ich gekauft habe, aber als ich die das letzte Mal ausprobiert hatte, war das Abendbrot sozusagen schnell gelaufen. Also ist absolut nicht meine Welt gewesen. Deswegen, wir verändern immer noch ein bisschen was an den Rezepten. Und in diesem Fall kommt die Proteinpasta raus und dafür kommt normale Pasta mit rein. Und Basilikum haben wir reichlich im Garten. Also ist schon ganz gut gewachsen. Und das Gericht ist auch relativ einfach. Also ist ganz gut zu machen. Aber wenn ihr davon mehr sehen wollt, wisst ihr schon Bescheid. Muss ich euch nicht mit nerven. Ja, und jetzt werden wir, denke ich, erstmal mit dem Hund gehen, dann einkaufen, dann wieder herkommen und dann anfangen zu kochen. Ja, so machen wir das. Borchi, kommst du auch mit Gassi? Mit einkaufen? Ey, Alter! Hey! 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 Dicker! Was ist los? Ignorierst du mich schon wieder? Achso, was ich natürlich noch ganz vergessen habe. Jetzt müssen wir erstmal aufschreiben, was wir einkaufen müssen und was wir schon da haben. Und da Mutti wirklich die Einzige ist, die hier überhaupt einen Überblick hat, was wir noch da haben, was wir eingekocht haben, was wir beim letzten Mal irgendwie schon gekauft haben, zum Beispiel Kichererbsen in der Dose oder irgendwie sowas, oder ob wir noch getrocknete Kichererbsen haben oder was weiß ich nicht alles. Mutti blickt da nur noch durch und deswegen müssen wir uns immer noch mal kurz zusammen hinsetzen, müssen dann irgendwie raussuchen, was wir noch alles brauchen und dann gehen wir einkaufen. So, und jetzt wie immer, ich glaube, ich seht ihr das mittlerweile jeden Tag, manchmal sogar zweimal. Wir laufen gerade zum Stolperfeld mit Borchi, um gleich eine schöne Runde Gassi zu gehen und dass ich auf meine 10.000 Schritte komme. Wobei 10.000 Schritte wären es jetzt wahrscheinlich nicht, aber wir machen ja heute auch zwei Runden. Und warum wären es keine 10.000 Schritte jetzt? Könnte man ja prinzipiell machen. Variante 1, weil ich ein faules Schwein bin. Variante 2, weil es schon zu spät ist und wir sonst mit dem Kochen nicht mehr hinterherkommen. Gerne in die Kommentare. Nee, aber nach dem Essen wollten wir dann nochmal eine Runde mit ihm gehen. Aber manchmal artet es dann in so eine Nummer aus, dass ich dann ein wenig faul werde, Mutti ein wenig schläfrig wird und dann geht man einfach nur nochmal irgendwie eine Runde um den Block mit ihm und das ist es dann noch gewesen, aber nicht heute, weil es ist einfach viel zu geiles, viel zu warmes, sonniges Wetter. Also jetzt gerade nicht, aber die Wärme bleibt natürlich da, aber irgendwie die Sonne hat uns gerade ein bisschen verlassen. Ich fange irgendwie in letzter Zeit immer mehr an, in den Videos irgendwann so ein bisschen Scheiße zu reden. Upsala, so ein bisschen Blödsinn zu reden. Ja, es ist auf jeden Fall sehr warm hier. Ende. Übrigens, Mutti, soll ich dir mal erzählen? Ich war ja gestern mit Stevie noch eine Runde spazieren, ne? Was hat Stevie mir für einen klugen Tipp gegeben? Wegen dem Laufen. Des Laufens. Weiter. Weit wegschauen. Nee. Und zwar, warte, bleib mal stehen. Wenn wir jetzt hier so gucken,
ist das Variante A sozusagen. Variante B, nämlich weiter weggucken, damit man so in der Ferne alles sieht. So das, wo ich eigentlich hin will, ne? Und Variante A sozusagen ist auf den Boden gucken, damit ich nicht stolpern bin. Und Steven sagt mir einfach, was ist denn, wenn du einfach nur so 3-4 Meter irgendwie nach vorne guckst? Weil dann musst du nicht die ganze Zeit auf dem Boden starren und du musst ja auch nicht die ganze Zeit in die Ferne starren. Weil was bringt dir das, wenn du hier jetzt langläufst? Haben wir beide nicht dran gedacht, wa? Wahrscheinlich ist das sogar so die normalste Variante und ich habe einfach irgendwie das mal wieder ausgeblendet. Weil ich manchmal ein Idiot bin. Weil so, wenn man einfach nur so 2-3 Meter so entfernt guckt, 4 Meter entfernt guckt, funktioniert das eigentlich auch ganz gut. Also auch noch nicht optimal, aber geht schon eher in die richtige Richtung. Ich sag dir das, am Ende des nächsten Monats kann ich wieder perfekt laufen. Wollen wir wetten? Ja. Wo ist der Hund? Irgendwo hier hat er sich versteckt. Mutti wollte eine Abkürzung nehmen. Na, haben wir uns verlaufen? Ein Glück habe ich auch eine kurze Hose an. Und hier sind überall Brennnesseln. Mutti, gib zu, dass deine Abkürzung nichts war. Sag es! Dankeschön! Ich muss so ein bisschen nach vorne gucken, deswegen kein Kontakt in die Kamera. Wir sind jetzt dadurch, dass Mutti uns durch eine falsche Abkürzung geführt hat, sind wir jetzt auf so einer Route. Da sind wir im letzten Jahr, glaube ich, das letzte Mal lang gegangen. Und hier vorne kommen riesige Himbeersträuche und Brombeeren sind, glaube ich, auch dabei. Erdbeeren sind weiter da hinten. Aber jetzt können wir schon mal schmulen gehen, ob die Dinger da schon wachsen. Und können uns ein paar holen, bevor andere wieder zuschlagen. Vorne ist richtig satt, grün und hoch, ne? Das Weizen, wenig Wasser, noch mehr Sonne. Hä, aber wegen den paar Metern? Ja. Aber guck mal, siehst du den Unterschied? Ja, das ist ein bisschen heller. Ja. Aber ob das jetzt der Grund ist? Und welche sind das jetzt? Wollen wir eine kleine Challenge machen? Wenn die reif sind, ja, dann testen wir die mal. Oder deine. Und dann gucken wir, welche die besseren sind. Weil die wachsen ja sozusagen einfach frei. Und deine wachsen ja mit Liebe. Ja, aber das ist hier eine uralte Sorte aus der DDR. Halt noch. Die kriegt man wahrscheinlich gar nicht mehr zu kaufen, so robust sind die. Ja? Eigentlich müsste man sich einen guten Ableger machen. Ja, das ist easy. Na? Denn diese Sorte wird wahrscheinlich, denn in der, als die Mauer noch war, habe ich das ja als Schutz genommen gegen Einbrecher. Deswegen sind die immer bis ran gewachsen, dass die von hier aus nicht rüberklettern können. Ach Quatsch, echt? Ja, die hat der Kinder Alarm an. Wusste ich gar nicht. Also habt ihr gehört, Stecklinge ziehen und dann zu Hause wieder einbuddeln. Und das ist, glaube ich, easy, die beim nächsten Mal einfach mitzunehmen, so ein kleines Wasser, in so einen kleinen Wasserbeutel irgendwie, kriegen wir hin. Also behaupte ich jetzt einfach mal so. Weil wir jetzt die ganze Zeit, also zum einen diesen Umweg da gelaufen sind und zum anderen hinten bei den Bären dann nochmal vorbeilaufen mussten. Ist mir, weil die Wege da so eng sind und so rauf, runter, irgendwie da ein kleiner Hügel, da geht's bergab, eine Wurzel, alles mögliche dabei, ist mir schon ein kleines bisschen schwindelig. Also, aber ich meine, gutes Training an sich, oder? Also müssen wir eigentlich gleich beim nächsten Mal wieder machen. Weil jetzt bin ich gerade echt so ein bisschen an meine Grenze gekommen. Also für den Moment halt, ne? Also ich kann jetzt immer noch laufen und alles, aber ich habe das gerade schon gemerkt irgendwie, dass
mir ein kleines bisschen schwindelig geworden ist. So, Gassi gehen haben wir durchgestanden, beziehungsweise ich habe das durchgestanden. Und jetzt, ja, falls ihr wieder fragt übrigens, hier, ich sehe schon wieder die Kommentare. Aber alles gut. Jetzt sind wir auf dem Weg zum Einkaufen und wir haben uns jetzt echt vorgenommen, zu dem Einkaufsladen zu gehen, der zwar am besten ausgestattet ist, aber da laufen die meisten Menschen rum und ich bin da immer verhältnismäßig schnell genervt, um das mal so zu formulieren, wenn da irgendwie jeder so aneinander vorbeiläuft. Aber ich glaube, jetzt während der Corona-Zeit lassen die da wahrscheinlich auch nicht mehr so viele rein, wa? Kaufland. Meinst du, die geben da nichts drauf? Dann werden wir mal gucken. Ja. Aber mittlerweile funktioniert das eigentlich wieder ganz gut. Ich glaube, das ist dann immer nur so eine Zeit von so 10, 20 Minuten oder so, wo man dann echt sich mal kurz mal hinsetzen muss. Aber also der Schwindel ist wieder weg. Huiuiui. Aber wie gesagt, beim nächsten Mal gleich nochmal, dann erwischen wir auch den richtigen Zeitpunkt, wenn die Bären zu ernten sind. Mutti musste nochmal kurz Pause beim Poolbauer machen, weil sie irgendwie was für den Pool brauchte oder so. Irgendwas, dass an irgendeiner Stelle kein Wasser mehr rausläuft. Keine Ahnung, müssen wir sie gleich nochmal fragen. Aber was ich jetzt auch schon überlege, also wir haben jetzt gerade 22 Grad draußen und also mir ist warm. Sonst, ihr wisst ja, ich laufe immer am Pulli rum. Ich weiß, dass das bei Kaufland irgendwie eine halbe, dreiviertel Stunde wahrscheinlich dauern wird. Und ich überlege jetzt nochmal, ob wir den Hund vorher nach Hause bringen sollen, weil ihr wisst ja mal Bauchgefühl und mein Bauchgefühl sagt mir, es wäre jetzt nicht so toll, Borchi da irgendwie im Auto sitzen zu lassen. Also selbst wenn wir die Fenster so ein Stück aufmachen, der war jetzt gerade Gassi, der hat bestimmt auch Durst und so und wenn der jetzt eine Dreiviertelstunde, ich sag mal Minimum, im Auto sitzt, dabei würde ich mich, glaube ich, nicht wohlfühlen. Naja, ich sag jetzt, ich kläre das jetzt gleich noch mit Mutti, aber mir wäre das auf jeden Fall lieber, wenn wir den jetzt nach Hause bringen würden. Seid ihr auch lieber so ein bisschen vorsichtiger mit eurem Hund oder ist das so von wegen, ach geht schon, man macht sich da zu viele Sorgen, gibt ja beide Seiten irgendwie, aber... Naja, schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, wie ihr das so seht. Aber ich glaube, ich kann mir schon vorstellen, wie ihr das seht. Ihr würdet ja nicht zuschauen, wenn ihr nicht wenigstens halb so verrückt werdet wie ich. Na komm, Schatzi. Kleinen Snack willst du auch noch? Na bitte. Ja, und wer sich von euch jetzt gefragt hat, warum Borchert aus einer Toilette trinkt, kann ich euch das auch nicht erklären. Er hat damit irgendwann mal angefangen und besteht da jetzt drauf. Also du könntest ihm einen Napf hinstellen, scheißt da drauf, geht im wahrsten Sinne des Wortes und geht dann wieder zurück und trinkt aus der Toilette. Deswegen vorher einmal spülen, gucken, ob alles sauber ist. Und dann darf der Hund was trinken. Aber meistens geht er, weil alle wissen das eigentlich irgendwie, meistens geht da sowieso keiner mehr rauf, weil alle halt wollen, dass das jetzt irgendwie Borchis Platz oder so ist. Keine Ahnung. Gruseliges Thema. Aber mich stört es jetzt irgendwie nicht so. Trinkt euer Hund auch aus dem Klo? Gutes Bauchgefühl wiederhergestellt. Ups. Gutes Bauchgefühl wiederhergestellt. Und bei Kaufland angekommen.
Und wie bereits vorher schon geahnt, und jetzt gerade bei Kaufland rein, die wenigsten trugen eine Maske, es waren super viele Leute unterwegs. Man ist da irgendwie mit anderen schon so ein bisschen in Kontakt gekommen und sowas, ey. Also während dieser ganzen Corona-Phase jetzt war, also zumindest auf mich bezogen, alle können ja machen, was sie wollen, aber ich gehe nicht mehr bei Kaufland rein. Wirklich, da haben alle keine Masken auf. Also ich sage jetzt nicht alle, aber 90%. Wird wirklich einfach kein Wert drauf gelegt. So, auch dass es irgendwie so eine Begrenzung gibt, wie viele Leute reingehen. Ey, dass man zum Beispiel sagt, man lässt jetzt irgendwie, weil das ja ein großer Laden ist, irgendwie 50, 60, 70 Leute rein. Und dann zählt man einfach ab, wie viele rausgehen, wie viele wieder reingehen. Ey, das kann doch wohl nicht so schwer sein. Also ich finde das auch in der jetzigen Situation, jetzt ohne groß irgendwie Kritik hier ausüben zu wollen oder so, aber finde ich, ist ein No-Go. Also No-Go für mich, um da nicht mehr hinzugehen in der nächsten Zeit. Die brauchen ja eigentlich nur die Einkaufswagen, ne? 70 im Umlauf lassen, ne? Oder 100. Und dann muss man warten, bis man einen Einkaufswagen hat. Brauchen auch nicht mal die Leute zählen, ne? Im Bauhaus ist das auch so. Und Bauhaus hat ja wohl mal, also ich würde mal sagen, das ist 3- oder 4-mal so groß wie Kaufland. Also, liebes Kaufland-Team, falls einer von euch zugucken sollte, schützt euch. Schützt euch, denkt noch mal ein bisschen drüber nach und nächstes Mal macht das besser. Wir sehen uns nach der Corona-Krise. So, wieder zu Hause angekommen. Jetzt müssen wir nur noch die Karre leer räumen. Okay. 5 Minuten Pause und dann fangen wir an, die ganzen Gerichte durchzukochen. Also auch schon die Suppe, die wir morgen essen wollen. Und dann war das heute ein richtig produktiver Tag. Beziehungsweise er ist ja danach auch noch nicht zu Ende. Nämlich danach werde ich dann mit Borchardt leider nicht mehr auf Stolperfeld gehen, aber ich werde hier nochmal mit ihm um den Block laufen. Und dann bin ich auch über meine 10.000 Schritte gekommen. Heute lief ganz gut. Heute lief ganz gut. Zumal ich eigentlich wieder mal heute Morgen eigentlich nicht so gut drauf war, sagen wir das mal so, und ein bisschen länger gebraucht habe, so in den Tag reinzustarten. Aber je mehr man macht, desto mehr man so an, ich sag mal, seine Belastungsgrenze geht, falls man das in meinem Fall so nennen kann. Aber je häufiger man das macht, desto gängiger wird man. Ich bin ja wirklich der König der falschen Begriffe, glaube ich. Ja. Auf jeden Fall, jetzt wird erstmal gekocht.